Ja, wir brauchen Titan und Silizium. Lasst uns Kobalt mitnehmen. Guter Plan, Grimbo. Leuchtet hier noch so ein Kegel aus. Oh mein Gott, bin ich tot? Sieht ja schon irgendwie stark aus. Das ist auf jeden Fall irgendwas Abgestürztes. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Folge Planet Crafter mit dem Gamebro und dem Grimborianer, dem alten Marianer. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, nachdem wir hier so ein bisschen an der Basis rumgeschraubt haben. Wow, was war das? Boah, geht ihr direkt runter, lasst mich rein. Schon wieder Meteoritenschau hier. Wir haben ja im letzten Mal so ein bisschen das Grundgerüst unserer Basis konstruiert. Es gefällt mir alles noch nicht so gut. Es ist alles noch sehr, provisorisch und learning by doing. Ich möchte mit euch heute ganz gerne gemeinsam voranschreiten, indem wir uns ein bisschen mehr Equip bauen, Leute. Wir brauchen in der Zeit einen Rucksack ganz, ganz dringend. Ich möchte einen größeren Rucksack haben. Ich möchte das Exoskelett haben. Und Beweglichkeitsstiefel, Leute, solche Geschichten hier. Und auf jeden Fall auch den Sauerstofftank Stufe 2. Das sind Dinge, die können wir uns relativ schnell bauen, denke ich mal. Viele Sachen haben wir da wahrscheinlich schon am Start. Sagt mir aber auch bitte auf jeden Fall gerne Bescheid. Wer von euch ist dabei? Wer schaut sich die Geschichte hier mit mir gemeinsam an? Wer geht mit mir auf die Reise auf diesem Planeten, den Planeten zu terraformen? Planet Crafter, Leute, sagt mir bitte auf jeden Fall Bescheid, wer ist dabei und wer hat da Bock drauf. Würde mich riesig interessieren. Ich habe richtig Bock darauf. Mir macht das gerade richtig ordentlich Laune, muss ich ehrlich sagen. Ein sehr, 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 ja, grafisch einfach gehaltenes Spiel, aber trotzdem, es hat echt absolut seinen Charme. So, was benötigen wir? Ich möchte ganz gerne den größeren Sauerstoff bauen. Ich brauche einmal Silizium, Leute. Silizium müssten wir doch irgendwo noch rumliegen haben. Hier gibt's Eis. Hier gibt's Silizium. Wir fangen direkt an und bauen uns die ersten Dinge. So, der größere Tank. Ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Den packen wir mal weg und wir packen... Hä? Okay. Hat der meinen Tank upgraded, den ich hatte? Tatsache, wir haben jetzt 200. Alles klar, Leute, das ist nur ein Upgrade gewesen. Erhöht die Sauerstoffkapazität. Ich habe gedacht, ich kriege wieder so ein Item ins Inventar und muss das dann größer machen. Wir brauchen aber auch dringend mal das Exoskelett. Titan, Silizium, Magnesium. Lass uns doch mal schauen, was wir noch alles in der Tasche haben. Titan, Silizium, Magnesium. Haben wir hier nicht mehr. Was haben wir hier? Wir haben noch ein einziges Magnesium. Heißt, wir brauchen Titan und Silizium. Wir gehen mal raus. Vielleicht liegt hier ja sogar schon was rum. Die Meteoritenschauer bringen ja auch eigentlich immer so einiges mit sich. Ja, wir brauchen Titan und Silizium. Lasst uns Kobalt mitnehmen. Guter Plan, Grimbo. Hier ist Titan und hier ist Magnesium und Silizium. Super. Damit haben wir gleich, glaube ich, schon soweit alles zusammen. Wir brauchen dringend Nahrung, Leute. Auch das ist eine Geschichte, muss ich unbedingt angehen. Ich habe gar nicht mehr so viel Nahrung da, glaube ich. Lass uns doch mal eben kurz hier in unsere Landekapsel gehen. Da haben wir noch eine kleine Kiste. Okay, ein bisschen Nahrung haben wir noch. Das ist aber nicht so wahnsinnig. Lira-Samen, Leute, schaut mal. Ich habe beim letzten Mal überlegt, wie ich Samen bekomme. Wir haben ja einen Samen dabei. Guck mal. Mal schauen, ob wir den hier schon reinbekommen. Funktioniert? Lira-Samen, astreine Geschichte. Supi. Und diese Geschichte erzeugt uns Sauerstoff. Okidoki. Aber wir brauchen auch immer noch eine Nahrungsmittelproduktion, habe ich so im Gefühl. Pflanzenhöhere Stufe 1. Platziere einen Samen in diesem Gerät, um Sauerstoff zu erzeugen. Wir müssen auch noch eine Heizung bauen, aber ich weiß noch nicht, wo ich Iridium herkriege. Kümmern wir uns drum. So. Alles klar, weiter geht's. Ich möchte gerne das Exoskelett haben. Hervorragend. Wir nehmen mal den Zerlegen-Chip raus, packen das Exoskelett rein und schon haben wir wieder mehr Plätze und können mehr Equipment anpflanzen. Sehr, sehr schön. Supi. Haben wir das auch schon erledigt. Was ist denn mit einem größeren Rucksack? Silizium und Titan. Silizium und Titan haben wir nicht da. Wir haben noch Magnesium, Eisen. Ja, das Eis packe ich gleich mal in eine andere Kiste. Ich hatte mir doch extra dafür eine Kiste gebaut. Hier für Eis. Silizium und Titan. Lasst uns mal schauen, was wir da finden. Damit wir einmal den großen Rucksack an den Start kriegen, Leute. Das ist Eis. Das ist Magnesium. Magnesium nehme ich trotzdem mit. So, aber ich brauche Silizium. Silizium und Titan. Das ist Silizium. Supi. Klappt ja schon einigermaßen mit dem Auseinanderhalten. Und das könnte Titan sein. Und ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass das Zeug halt einfach hier so überall rumliegt. Einfach so als Bröckchen in der Landschaft verteilt.
Hätte man besser machen können, aber komm, ist okay. Ist schon in Ordnung. Wir sind hier auf einem fernen Planeten, da wollen wir mal nicht so wählerisch sein. So, Silizium und Titan. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Titan und ein bisschen mehr Silizium, wenn es denn geht. Aber Silizium ist gerade Mangelware. Da vorne ist nochmal eins. Super gut. Silizium. Was haben wir hier? Eisen. Die Bröckchen, die liegen hier rum, nach denen die Meteoriten eingeschlagen sind. Die brauchen wir nicht abbauen. Die können wir uns einfach zusammenklicken und einfach einsammeln. Auch nicht schlecht. Heißt, so ein Meteoritenschauer ist immer sehr, ja, wuchtig und angsteinflößend. Aber irgendwie bringt er auch was Gutes mit sich. So, Sauerstoff bitte an den Start, Leute. Guck mal hier, da wächst schon was. Wunderschön. Die erste Pflanze und die Sauerstoffproduktion ist im Gange. Was sagt denn unser Energiebildschirm, Leute? Das war doch hier. Schade, dass man hier nichts sieht, dass man keine Vorschau hat. Fände ich eigentlich ganz cool. Scheint nicht mehr Energie zu verbrauchen, dadurch, dass ich was reingepackt habe. Der scheint grundsätzlich immer das Gleiche zu verbrauchen. So, ich möchte jetzt aber gerne den zweiten Rucksack haben. Benötigt Rucksackstufe 1. Bedeutet, wir müssen den auch nicht austauschen. Er wird wahrscheinlich einfach erweitert. Tatsächlich, Rucksackstufe 2. Und wir können wieder mehr rumschleppen. Tolle Geschichte. Also das gefällt mir richtig gut. Dass wir das nicht austauschen müssen, sondern dass es einfach eine Erweiterung wird. So, hierfür benötigen wir Stoff und Aluminium. Und wie komme ich an Stoff? Leute, das kann doch nicht sein. Stoff und Aluminium. So, wir haben den Bildschirm für Baupläne. Aber was benötige ich denn dafür? Wahrscheinlich muss ich... Okay. Modulfenster. Schalten wir die nach und nach automatisch frei? Oder muss ich die Baupläne irgendwie finden? Da habe ich noch keine Idee. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, es wird gerade wieder dunkel. Ich würde mir, wenn wir die Materialien haben, würde ich mir jetzt erstmal gerne noch eine Windkraftanlage bauen. Einfach, dass wir nie zu wenig Strom hier haben, Leute. So grob ungefähr hierhin. Also wie gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, das anzusnappen, dass ich das nicht so wild in die Pampa baue, sagt mir auch da gerne Bescheid. Ich habe euch in der letzten Folge auch schon einiges an Fragen gestellt. Wundert euch nicht. Ich produziere ein bisschen vor. Ich werde so 2 bis 3 Folgen aufnehmen und werde eure Fragen dann, werde auf eure Tipps erst danach eingehen können. So war es gemeint. So, ich bräuchte mal eine Außenlampe, Leute. Wo kann ich dich denn platzieren? Muss ich dich auf den Boden stellen? Oder kann ich dich auch auf meine Basis packen? Ich hätte das irgendwie gerne so ein bisschen erhöht, dass es hier so runter scheint. Und wie weit darf ich von meiner Energieproduktion weg sein, damit das Ding noch leuchtet? Fragen über Fragen, Leute. Okay, hier oben scheine ich es nicht aufbauen zu können. Ich darf es nicht auf den Felsen stellen. Sehr schade. Muss ich dich echt auf den Boden packen? Oder vielleicht aufs Dach? Kann ich dich hier... Würde gehen. Komme ich da hoch? Dann bau das doch mal. Suchen wir auf, dass wir so in diese Richtung strahlen, würde ich sagen. Ist der Strahler denn auch schon an? Oder muss ich dich erst aktivieren? Farbe ändern. Okay. Ach, supi. Guck mal. Leute. Was machen wir denn mal für eine Farbe fürs Licht? Ich hätte ja gesagt, wir machen erstmal so grob was Schönes, was Weißes. Tja, gar nicht so schlecht. Strahlt optisch zwar eigentlich weiter nach hinten, leuchtet hier nur so ein Kegel aus. Oh mein Gott, bin ich tot? Ich bin gestorben und habe einen Teil meines Inventars verloren. Ja, super gut. Wenn ich wahrscheinlich einfach nicht darauf geachtet habe, dass ich ersticke. Guck mal hier, hier ist meine Kiste. So muss es sein, Leute. Keine Ahnung, was ich verloren habe, aber habe ich ja nicht anders verdient, wer so pennt wie ich. Was soll man machen? So, wir sammeln noch mal ein bisschen Zeug hier ein. Rundherum. Ich weiß auch nicht, ob das so bleibt hier mit der Basis. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde aber auf jeden Fall hier oben noch einen daneben bauen. Wenn es denn so... Ja, ist natürlich ja doof, ne? Mit der Lampe. Irgendwie... Keine Ahnung. Bauen wir wieder ab. Lassen wir da oben so nicht stehen. Gefällt mir nicht.
Da kommt eher noch mal so ein Modul drauf. Dann hätten wir hier schon mal so ein kleines bisschen Basisfeeling. So. Ist zwar schade, dass ich nur von unten, von außen hier hochkomme. Wäre schön, wenn man von innen auch noch Gänge bauen könnte. Kann man sicherlich auch alles irgendwann machen. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie es geht. Weiß ich halt einfach noch nicht. So, ich muss mich auch mal ein bisschen auseinandersetzen, was wir mit den Fundamenten machen können. Können verwendet werden, um Außenböden und Treppen zu schaffen, neue Areale zu erreichen oder alles zu bauen, was du dir vorstellen kannst. Klingt supi. Meine Vorstellungskraft ist noch ein bisschen begrenzt. Also, wär's mal mit einem Tisch oder einer Bank oder einem Bett. Wir brauchen Stoff, aber Stoff kann ich noch nicht herstellen. Von daher ziehen wir einfach mal weiter und schauen mal, was wir alles noch finden. Wir finden bestimmt auch noch irgendwo ein paar blaue Kisten. Habe ich Sauerstoff dabei? Jawohl, eine Kapsel haben wir. Und da oben ist noch mal so eine Kiste. Leute, da hinten ist auch irgendwie so eine Struktur, irgendein Schiff, irgendwas Abgestürztes. Müssen wir auf jeden Fall auch meinen. Aber da brauchen wir ja gehörig viel Sauerstoff, um dort hinzukommen. So, guck mal hier, Mikrochip-Bauplan. Das sollten wir mitnehmen. Das Essen auf jeden Fall auch. Und Eisen und was auch immer wir sonst noch so kriegen. Nehmen wir einfach mal mit nach Haus. Und mal gucken, was wir für einen tollen Bauplan kriegen. Meine Vermutung ist, dass ich diesen an dem Bildschirm... du kannst nichts mitnehmen. Alle Taschen sind voll. Das gefällt mir. Ich hätte am liebsten da unten noch ein Modul. Aber das ist leicht angeschrägt hier. Und darum kann ich ja nichts hinstellen. Sehr schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich von vornherein auf Stützen gestellt. So, ich vermute, dass ich an diesem Bildschirm hier jetzt den Bauplan freischalten kann. Entschlüsse einen Bauplan. Neuen Bauplan erhalten. Mikrochip Abbaugeschwindigkeit. Ja, klingt doch erstmal vernünftig. Mikrochip. Dafür brauchen wir Aluminium, Magnesium, Silizium. Nochmal. Was war das? Aluminium. Aluminium. Haben wir noch Aluminium? Da hatte ich schon welches gefunden. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, haben wir. Hatte ich nach dem Meteoritenschau, glaube ich, schon mal was mitgenommen. Lass uns das Ding doch direkt mal fertigen. Wir haben ja noch ein bisschen Slots frei hier. So ist es ja nicht. Kürbiskerne platzieren in, ja, Nahrungsmitteldings. Geht ja hier drin leider nicht. In dieser Röhre. Oder? Mal gucken, können wir uns noch eine Röhre bauen? Wir brauchen einmal Eis. Ich baue mir einfach nochmal eine zweite Röhre dazu. Mal gucken, was passiert. So. Aber Kürbiskernsamen kann ich hier nicht drin platzieren. Leider nicht. Da brauche ich irgendwas anderes für. Was auch immer. Müssen wir wahrscheinlich erforschen und erst freischalten. So, macht ihr nochmal ein bisschen Wasser. Ich sehe gerade, uns geht das Wasser schon wieder aus. So, wunderbar. Was können wir denn noch machen? Ja, brauche ich Stoff für, Leute. Da bin ich im Moment so ein bisschen hilflos. Wir machen uns mal das Taschenlampending. Haben wir auch noch nicht. Mit F können wir die Taschenlampe anmachen. Super. Dann sehen wir auch im Dunkeln mehr. Keine Ahnung, wie wir an Stoff kommen. Ich denke, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie an Baupläne kommen. Mikrochip-Baupläne. Um auch da weiter voranzuschreiten. Heißt, muss ich jetzt eventuell erstmal Kisten suchen. Kann das sein? Bin ich mir nicht sicher. Ja, ich weiß aktuell noch nicht, wie ich an Baupläne komme. Ich habe den einen oder anderen gefühlt zufällig bekommen. Das Eisen. Ich sammle erstmal keine Materialien mehr ein. Wir gehen einmal eine kurze Runde und schauen mal, ob hier irgendwo noch eine Kiste steht. Im Moment sehe ich da nichts. Denk an den Sauerstoff. Ich habe eine Flasche dabei, von daher. Da muss nichts passieren. Hoffentlich. Aber wie ich mich kenne, laufe ich so weit weg, dass ich es dann doch nicht nach Hause schaffe. Was kann uns denn eigentlich sonst alles noch so an Gefahren hier erlauern? Guck mal, ich glaube, da hinten ist eine Kiste, aber die ist mir jetzt zu weit weg. An was können wir denn hier sonst noch alles sterben? Nur an Sauerstoffmangel oder an Nahrungsmangel? Wassermangel? Oder gibt es auch andere grobe Gefahren hier? Meteoritenschauer habe ich ja schon gesehen. Ich vermute, die können uns wahrscheinlich auch umnieten. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich bin gespannt. So, Leute. Sauerstoff wird knapp. Da oben steht noch eine Kiste. Da hinten ist eine.
So, schaffen wir das oder muss ich die Flasche nehmen? Ich vermute, ich muss die Flasche nehmen. Ja, komm. Ach. Gönnen Sie dir. Nicht, dass er an Sauerstoffarmut dahin scheint, ist mein Lieber. So, ihr bohrt mal schön fleißig weiter hier. Ihr macht Luftdruck, das ist total super. Und wir machen uns nochmal eine Flasche Sauerstoff. Dafür brauchen wir Kobalt. Ist ja klar, Kobalt ist Sauerstoff. So, Sauerstoff ist am Start. Wo war denn das jetzt? Wo habe ich die Kiste gesehen? War in die Richtung, glaube ich. Da oben bei der Kiste waren wir schon. Bin ich mir fast sicher. Und ich glaube, in dieser Richtung hätte ich eine gesehen. Aber ihr wisst das ja, mit mir und meinem Orientierungssinn. Das ist nicht so weit her. Vielleicht sehen wir jetzt zufällig irgendwo mal Iridium. Könnten wir auch mal brauchen, aber ich sehe es nicht. Und meine Kiste sehe ich auch nicht mehr. Leute, wahrscheinlich renne ich genau in die falsche Richtung. Aber egal, wir gucken mal. Wir schauen uns hier um. Ist das eine karge, öde Welt? Wird Zeit, dass wir die Welt mal ein bisschen grün machen, Leute. Kann ja so nicht bleiben. Wir müssen Heizung herstellen, aber ich weiß nicht wie. Und diesen Fortschrittsbildschirm, auch das noch. Leute, keine Ahnung. Ich hab's vergessen, wo ich diese Kiste gesehen habe. Wir gehen mal hier oben auf den Hügel rauf, dann können wir ein bisschen weiter gucken. Tja. Ich weiß das nicht. Egal, wir gehen zurück. Wir haben aber noch die Sauerstoffflasche da. Die gönnen wir uns jetzt einmal. Und ab zurück zur Basis. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Kobalt mit. Und können wir uns gleich direkt neuen Sauerstoff bauen. So, nur nicht zu knapp. Nicht geizen damit. So, fülle ich nochmal auf. Haben wir noch Wasser da? Ne, wir machen uns auch direkt nochmal ein Wasserfläschchen. So, unterwegs. So, eine packen wir uns in die Kiste. Da müssen wir auch mal daran denken, wieder Eis mitzunehmen, Leute. Kobalt packe ich auch mal hier rein. Das passt irgendwie zu Wasser. Machen wir uns nachher Luft raus. So, Wasserflasche. Sauerstoff wollte ich mitnehmen. Richtig, richtig. Hatten wir noch irgendwas, was wir bauen konnten? Genau, dafür brauchen wir aber Stoff, Leute. Raus. Such dir eine Kiste, mein Lieber. Und dann gehen wir doch mal in die Richtung. Da oben war ja noch eine, aber ich glaube, an der war ich dran. Das Spiel nimmt einen halt so gar nicht an die Hand. Ich glaube, hier war ich dran und habe nur noch ein paar Sachen drin gelassen. So tutorialmäßig ist sie ja echt null. Leute. Ich bin auf mich allein gestellt. Und auf euch. Das ist das Ding. Von daher, haut ruhig raus und gebt mir viele, viele Tipps. Leute, ich weiß nicht, ob ich schon so weit gehen will. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Die machen wir auf jeden Fall noch auf. Aber leider, leider keine Baupläne. Eisen. Komm, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Und da oben ist die Struktur, dass ich vermute, da gibt es garantiert auch keinen Sauerstoff. Das wird wahrscheinlich nicht so gut sein, wenn wir so weit laufen. Was ist denn, wenn ich hier mit meinem Abbauhammer... Geht das? Kann ich hier solche Dinge abbauen? Nee, eher nicht, ne? Schade. Leute, ich würde das gerne versuchen, aber ich gehe zurück zur Base. Mein Sauerstoff wird schon wieder sehr, sehr, sehr knapp. Sonst komme ich gleich nicht mehr zurück. Ja, ja, ich weiß, Sauerstoff ist niedrig. Aber Neugier ist hoch. Da muss ich abwägen. Neugierde gegen Sauerstoff. Oh, oh, oh. Ist das gut, wenn ich hier so runterjump? Pack dir mal den Sauerstoff rein. Sonst sieht's finster aus, Leute. Also Heizungsstufe 1 kann ich noch nicht bauen, weil ich nicht weiß, wie ich an Stoff komme. Vielleicht bauen wir halt auch erstmal mit anderen Dingen weiter, dass wir nochmal das bauen, was wir können. Wir können ja noch ein paar Bohrer bohren. Bohrer bauen. Bohrer, Bohrer.
würde ich sagen, brauche ich direkt noch einen. Und dann bauen wir auch noch mal ein Windkraftgerät. Komm, wir bauen das mal hier so in zwei Reihen auf. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, wie weit wir hier mit dieser Geschichte sind. Und je mehr Energie wir haben, je mehr Terraforming-Punkte wir haben, desto mehr Baupläne schalten wir frei. Kann ja sein. Ich weiß es halt nicht. So, komm. Wir können noch einen Bohrer machen. Bora Bora. Willkommen bei Bora Bora und bei... Neuer Baupläne erhalten. Windkraft-Sonnenkollektoren. Also hat das auch was damit zu tun. Hervorragend. Dann bauen wir uns direkt nochmal Sonnenkollektoren auf. Wir brauchten Kobalt, Leute. Hier. Nehmen wir mit. Vielleicht ist das Nahrung niedrig. Leute, hatte ich nicht noch Nahrung gefunden? Doch, haben wir. Und trinken auch. Supi. Und dann bauen wir jetzt mal den ersten Sonnenkollektor auf. Der bringt uns zwar nur tagsüber Strom, gehe ich mal von aus, aber vielleicht dafür ein bisschen mehr. So, dann packe ich dich auch mal hier mit. In die erste Reihe direkt mal so mit rein. 6,5 Kilowatt am Tag, Leute, ist ja Wahnsinn. So ein Ding macht gerade 1,2. Ist irre. Wenn wir jetzt noch Batterien bauen könnten, wäre es ja perfekt. Also Sonnenkraft ohne Energie, ohne Batterien ist immer so... Ja, weiß ich nicht. Man muss es doch speichern können. Wir können Fenster bauen. Ich würde sagen, wir bauen uns hier mal Fenster ein. Was wir können, das können wir. Leute, sieht doch cool aus. Kann ich mir doch ein Fenster bauen? Nee, Eisen und Kobalt. Gehen wir mal los und holen uns noch ein bisschen Kobalt ran. Ich denke, auch das kann alles Fortschrittspunkte bringen. Eisen? Hallo, Eisen? Da ist noch eins. Hier ist noch ein Eisen. Ich nehme einfach mal alles mit. Wir machen uns die Taschen voll. Wir können alles gebrauchen. Aber ich habe keine Sauerstoffflasche mehr. Schlechter Plan, Grimbo, schlechter Plan. Leute, mit den Fenstern sieht's doch schon cool aus, wenn man hier so rausschauen kann. Schön auf den Planeten und den Mond da hinten sieht. Oder was auch immer uns da umkreist. Gefällt mir gut. Jetzt würde ich halt nur gerne mal wissen, wie ich noch mehr Baupläne freischalte. Und wo kriege ich verdammtes Iridium her? Was können wir hier noch machen? Also ich bin hier momentan am Ende. Ich komme hier nicht weiter. Wir haben alles gebaut. Außer Beweglichkeitsstiefel. Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%. Aber ich brauche halt Stoff. Und ich habe noch keine Idee, wie ich an Stoff komme. Sauerstofftank können wir auch nicht weiterbauen. Ich würde sagen, ich packe uns mal... Wie viel Kobalt haben wir denn am Start? Wir bauen uns einfach mal ein paar Sauerstoffflaschen. So viel wie wir können und gehen dann hoch zu dem Raumschiff. Ich baue mir mal drei Stück. Ich glaube, damit sind wir einigermaßen gut vorbereitet. Pack mal das ganze andere Zeug hier raus. Sollten wir uns auch Wasser und Nahrung mitnehmen? Ich nehme mir mal eine Nahrung mit. Und vielleicht eine Flasche Wasser. Das verbrauchen wir nicht so schnell. Der Sauerstoff ist da halt kritischer. Leute, gefällt mir. Unsere Station gefällt mir schon. So, da oben geht's hoch zum Raumschiff. Oder was auch immer das sein mag. Abgestürztes Raumschiff oder eine alte Raumstation. Wir haben jetzt Sauerstoff am Start. Wir gehen da oben mal ein bisschen gucken. Ich bin neugierig, Leute. Ich muss das einfach machen. Gleich finden wir da was, was wir brauchen. Vielleicht auch Stoff. Wäre cool. Und Iridium. Wie sieht Iridium aus? Das ist garantiert irgendwas mit roten Punkten. Bist du Iridium? Nein, du bist Eisen. Aber ich sollte mich nicht aufhalten lassen, Leute. Ich mach's halt wie immer, ne? Wenn ich was sehe, ist der alte Plan vergessen und ich muss was Neues machen. Nein, wir sind jetzt fokussiert auf dieses komische Gebilde hier. Sieht ja schon irgendwie stark aus. Was ist denn das gewesen? Das ist auf jeden Fall irgendwas Abgestürztes. So, wir haben noch genügend Sauerstoff. Wir haben drei Flaschen dabei. Ich hoffe, damit kommen wir zurecht. So, lass mal reingehen. Vielleicht gibt es hier ja sogar noch Sauerstoff. Nein, gibt es leider nicht. Leider nein, leider gar nicht.
Es ist dunkel. Wir haben ja eine Taschenlampe, Leute. Alles rein. Auch noch Klaustrophobie hier. Verdammt. Jetzt haben wir hier nochmal Lirasamen. Und Stoff. Wunderbar, Leute. Das ist doch eine coole Sache. Heißt, das hat sich hier schon mal gelohnt. Hier gibt es auch Betten. Kann ich hier irgendwas abbauen? Wir brauchen Sauerstoff. Pack dir schon mal einen rein. Ich werde nicht zu viel riskieren. Wenn ich die zweite Flasche verbraucht habe, hauen wir hier ab. So, pass mal auf. Kannst du hier was abbauen? Trümmer zerlegen. Alles klar, hier können wir was zerlegen. Hier gibt es eine Heizung. Die können wir auch zerlegen. Damit kriegen wir Iridium. Sehr, sehr schön. Und, na, was ist das? Ist hier irgendwas drin? Nein? Leute, ich halte mich nicht zu lange hier drin auf. Wir werden gleich wieder abdampfen. Aber wir nehmen zumindest so ein bisschen mit, was wir mitnehmen können. Trümmer zerlegen. Steht eigentlich irgendwo, was ich aus den Trümmern rausbekomme? Ist mir noch nicht aufgefallen. So. Nächste Kiste. Nein, nicht zerlegen. Guck mal lieber rein, was drin ist. Hier ist nochmal Wasser. Shang-Samen. Titan. Leute, wir haben die Taschen voll. Ich muss zurück. Aber wir kommen wieder, Leute. Mega. Sehr, sehr, sehr coole Raumstation. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich hier umzuschauen. Hier gibt es einiges an Zeug, was wir brauchen. Jetzt haben wir zumindest den ersten Stoff. Und wir können die erste Heizung bauen. Können wir hier auch noch was abbauen? Nee, leider nicht, ne? Bohrer Stufe 2. Einfach so bekommen. Hat das was mit unserem Terraforming-Index zu tun? Wann wir neue Baupläne bekommen? Ich glaube, der erhöht sich. Oh, hier ist hoch, hier ist hoch. Pass auf und nimm dir noch mal eine Kanne Luft. Und eine Cannelloni vielleicht. Eine Kanne Luft und eine Cannelloni. Kommt sofort. Was ist das? Ist hier Iridium? Nein, ist es nicht. Aber wir haben ja auch gerade Taschenlampenmodus. Nach Hause halte ich doch nicht immer auf. Was ist das? Okay, das ist einfach nur Statusanzeige für die Taschenlampe. Auch nicht schlecht. So sind wir im Baumodus, so im Abbaumodus. Alles gut, Leute. Das sieht nachts ja richtig cool aus. Die Bohrer bei Nacht mit dem Planeten da im Hintergrund. Leute, lecko funny. Gefällt mir das gut. Simpel gemacht, einfache Grafik, aber trotz alledem Effekte, die es irgendwie auf den Punkt treffen. Gefällt mir einfach. Kann ich nicht anders sagen. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, wir hatten doch die Sachen für den Bohrer für die Heizung am Start. Kommt denn die hin? Muss die hier drin rein? Ich würde sagen, das macht Sinn, die Heizung nach innen zu platzieren. Aber wo am besten? Wir packen sie einfach erstmal hier unten in die untere Etage. Wärme plus 0,3, Energie minus 1. Wir schauen mal eben auf den Energiemonitor. Wie sieht denn unser Gesamtbilanz aus? 12,5 Kilowatt produzieren wir, 5,7 verbrauchen wir. Sieht gut aus, Leute. Aber 6,5 von dem Ganzen sind durch den Solarkollektor. Bedeutet, wir sind ganz, ganz, ganz knapp im Plus mit der Windkraftanlage. Wir bauen uns da gleich auch noch ein paar Dinge ein. Wir müssten auf jeden Fall auch noch ein bisschen Windkraft mehr machen. Solange ich nicht weiß, wie man die Energie speichern kann, sollten wir auch für nachts genügend Strom parat haben. Und das geht einfach aktuell nur mit Windkraft. Leute, schicke Anlage, gefällt mir gut. Es wächst und gedeiht, Leute. So, diesmal hatten wir eine etwas, ja. Ja, Leute, diesmal hatten wir eine etwas produktivere Folge als letztes Mal. Wir haben einiges gebaut, einiges geschafft. Gefällt mir schon ganz gut, was ich hier sehe, Leute. Es nimmt Gestalt an. Mit der Basis, wie gesagt, bin ich noch nicht zu 100% im Reinen. Wahrscheinlich müssten wir in diese Richtung hier weiter ausbauen. Heißt, auch die Bohrer würden vielleicht nochmal weichen und umgebaut werden. Oder ich baue einfach in diese Richtung hier weiter. Müssen wir mal schauen, wie es denn am besten funktioniert, Leute. Aber hier ist rot. Hier dürfen wir nicht mehr dran.
Wobei, wir könnten natürlich auch einfach sagen, unten lassen wir so ein bisschen und oben rum bauen wir so ein bisschen größer. Vielleicht einfach so. Ist halt die Frage, jetzt habe ich nicht mehr genug Eisen. Wie weit kann ich das hier auskragen, bevor es zusammenbricht? Müssen wir überhaupt Statik beachten? Oder kann ich das so bauen, wie ich da gerade Bock drauf habe? Wir haben jetzt hier oben auch sehr, sehr viel Platz. Ich würde sagen, hier müssen irgendwo noch Wohnräume hin und so weiter. Wir haben noch einiges zu tun und ich habe noch einiges am Bock. Leute, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, unterstützt mich fleißig mit euren Tipps, kommentiert fleißig das Video und abonnieren und liken, kommentieren nicht vergessen. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer GameRo.